Hallo Leute, ich habe gestern ein Video gepostet mit meinem Jahresrückblick 2017 und heute gibt es so eine Art kleinen zweiten Teil davon, und zwar meine Vorsätze fürs neue Jahr für 2018. Ich bin normal kein großer Fan von Neujahrsvorsätzen, weil ich mir denke, es sollte nicht unbedingt ein Jahreswechsel notwendig sein, dass man sein Leben ändert oder sich gute Vorsätze macht. Das sollte man auch unterm Jahr jederzeit machen. Aber es ist dieses Jahr tatsächlich so, dass ich zufällig gerade einige Dinge habe, die ich gern verbessern möchte und verändern möchte. Und die möchte ich auch jetzt gerne mit euch teilen. Ein neues Jahr, eine neue Chance. Und der erste Vorsatz ist, ich werde mich jetzt endlich im Fitnesscenter anmelden. Ich habe das jetzt 2 Jahre vor mir hergeschoben, einfach wegen dem Binder und meiner Brustdysphoria, weil ich es absolut nicht geschafft habe, im Binder Sport zu machen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich ersticke und ich wäre niemals, niemals ohne Binder irgendwo öffentlich ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe zwar Hanteln und so weiter zu Hause, aber irgendwie zu Hause mache ich das nicht wirklich. Wenn ich wirklich ins Fitnesscenter gehe und ich weiß, ich zahle dafür Geld und da habe ich auch viel mehr Auswahl an Geräten, dann macht mir das viel mehr Spaß, als das allein zu Hause zu machen. Also das ist so mein erster Vorsatz. Fit werden. Auch was gegen meine Rückenprobleme tun, die ich immer noch habe. Und vor allem zunehmen. Ich habe es eh schon öfter in Videos erwähnt. Ich habe extremes Untergewicht, was mich extrem stört. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft zuzunehmen. Ich werde wieder versuchen, durch Muskelaufbau, durch Ernährung, vielleicht durch Ratschläge von Experten, die ich einholen werde, was auch immer, versuchen irgendwie zuzunehmen. Und vielleicht klappt es ja 2018, was in den 10 Jahren davor nicht geklappt hat. Aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Ein weiterer Vorsatz, den ich mir genommen habe, ist, dass ich mir mehr Zeit für mich nehme. Es war im letzten Jahr wirklich ziemlich krass. Ich arbeite 40 Stunden die Woche, ich habe nebenbei einen Babysitter-Job und ich habe nebenbei The Change und ich habe nebenbei YouTube. Und werde zusätzlich täglich, wirklich täglich, von unzähligen Leuten angeschrieben, auf Instagram, auf WhatsApp, per E-Mail, die einfach Hilfe und Rat brauchen. Und mir ist das auch wahnsinnig wichtig, mit all diesen Leuten zu schreiben und Ratschläge zu geben, wenn ich halt irgendwas weiß, was denen weiterhilft, und einfach mit denen zu kommunizieren. Also ich werde das auch weiterhin machen, aber ich werde versuchen, das eben so weit einzuschränken, dass ich trotzdem noch auch Zeit für mich habe, weil es war wirklich im letzten halben Jahr teilweise so, ich bin wirklich in jeder freien Minute, die ich irgendwie hatte, am Handy gewesen und habe einfach im Akkord Nachrichten abgearbeitet von Leuten. Und plötzlich habe ich bemerkt, dass mir eigentlich wahnsinnig viel Zeit fehlt und dass ich eigentlich zu vielen Sachen, die ich gerne machen würde, gar nicht mehr komme. Und deshalb werde ich einfach versuchen, meine Zeit am Handy mit Nachrichten und WhatsApp und so weiter einfach einzuschränken. Das heißt nicht, dass ich eure Nachrichten nicht mehr beantworten werde. Es kann allerdings sein, dass es ein bisschen länger dauert. Das heißt, dass ihr vielleicht ein paar Stunden länger oder vielleicht auch mal ein paar Tage auf eine Nachricht wartet. Falls das der Fall ist, seid mir nicht böse. Ich versuche wirklich alle eure Nachrichten zu lesen, sofern ich sie irgendwie sehe. Aber ich kann halt vielleicht nicht immer sofort zurückschreiben, wenn ich gerade irgendwas anderes mache oder so. Und immerhin möchte ich auch noch dazu kommen, YouTube-Videos zu machen. Und wenn ich nur noch am Nachrichten beantworten bin, dann komme ich nicht mal mehr dazu. Deshalb, das ist so mein zweiter großer Vorsatz, einfach mir auch konsequent mal Zeit für mich zu nehmen. Auch nicht wirklich jeden Abend die Woche irgendwas zu unternehmen, sondern mir einfach auch mal ein paar Abende die Woche freizunehmen. Und diese Zeit, die mir dann hoffentlich doch übrig bleibt, werde ich dann auch verwenden, um YouTube-Videos zu machen, weil das eben ein Hobby von mir ist. Welche Art von Videos das sein werden, lasse ich mir relativ offen. Ich meine, natürlich werde ich mich weiterhin auf das Trans-Thema konzentrieren und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Themen, zu denen ich noch nichts gemacht habe. Es kann aber auch sein, dass ich mal Videos poste, die jetzt mit dem Trans-Thema selber gar nichts zu tun haben. Ich mache einfach gern Videos und wenn ich irgendein Thema habe, über das ich gerne etwas erzählen möchte oder so, dann werde ich da auch vielleicht ein Video drüber machen, wenn es jetzt nichts mit dem Trans-Thema direkt zu tun hat. Ich habe ja zum Beispiel auch jetzt immer sonntags die letzten paar Wochen diese Thoughts-Series gehabt, diese englische Serie, um einfach auch mal meinen englischen Subscribern ein bisschen einen Content zu bieten. Da habe ich auch noch einige Folgen vor. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich da dazu komme, aber da wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch was kommen. Kann natürlich sein, dass jetzt bestimmte Videos vielleicht nicht jeden meiner Subscriber interessieren, aber ihr könnt ja dann auswählen, was ihr euch da anseht und was euch eher interessiert. Ich versuche einen möglichst breiten Content zu bieten mit eben Musik und Trans-Videos und vielleicht ein bisschen auch eher allgemeine Videos, dass für jeden ein bisschen was dabei ist. Und wenn ihr Anregungen oder Ideen für Videos habt, könnt ihr mir auch jederzeit gerne schreiben. Ich bin immer offen für Ideen. Ich habe mir jetzt zu Weihnachten, so als Geschenk an mich selbst,
ein DAW-Programm gekauft, FL Studio, mit dem man auch komponieren kann. Das ist eine ziemlich anspruchsvolle, komplizierte Software. Ich bin gerade dabei, dass ich mich einarbeite. Das wird sicher eine Zeit dauern, bis ich da wirklich weiß, wo was ist bei den 100.000 Einstellungen, die es da gibt. Aber das ist sicher ein Programm, mit dem ich ganz viel Spaß haben werde und vielleicht auch meine Songs ein bisschen aufpeppen kann. Sobald ich da irgendwie ein bisschen weitergekommen bin mit meiner Musik, werde ich das natürlich auch auf YouTube mit euch teilen. Ich habe halt manchmal so Phasen, wo mich jetzt gerade nicht wirklich die Muse küsst und da gibt es dann vielleicht auch mal eine Weile keine Songs, weil ich, wenn mir nichts einfällt, dann gibt es keine Musik. Ich kann die nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Aber ich arbeite definitiv an mehreren verschiedenen Songideen und wenn die dann mal so weit sind, dass ich sie teilen kann, werde ich die natürlich dann auch mit euch teilen. Vielleicht gibt es auch in Zukunft wieder ein paar Coverversionen von Songs. Wenn ihr irgendwelche Songs kennt, von denen ihr gern hättet, dass ich ein Cover mache, könnt ihr mir das auch gerne jederzeit in die Kommentare schreiben. Aber Musik ist definitiv auch etwas, worauf ich mich in dem neuen Jahr konzentrieren möchte. Ich möchte besser Schlagzeug spielen lernen, ich möchte besser Gitarre spielen lernen und einfach da an meinen Skills weiterarbeiten. Mit unserer Peer Group haben wir natürlich große Pläne, die wird weitergehen. Wir werden auch versuchen, vielleicht in der Community ein bisschen die Fühler auszulegen und bei bestimmten Sachen mit anderen Gruppen und Organisationen zusammenzuarbeiten oder uns zu verbinden, auszutauschen, einfach da ein bisschen in der Community aktiv zu sein. Wir werden auch wieder die Pride organisieren, die Regenbogenparade am 16. Juni 2018. Bitte merkt euch das Datum schon mal vor. Alle, die irgendwie in Wien, in der Nähe von Wien, in Österreich leben, oder vielleicht auch in Deutschland oder in der Schweiz und einfach Wien Urlaub machen möchten im Juni. Kommt vorbei, merkt euch das Datum vor. Ihr seid alle herzlich eingeladen, bei unserer Gruppe mitzugehen. Das ist halt alles schon in der Vorplanungsphase und sobald wir da nähere Infos rausgeben können, worum es genau gehen wird dieses Jahr, werde ich auch ein Video machen und euch darüber Bescheid geben. Aber das ist definitiv eine ziemlich große Sache dieses Jahr, vermutlich noch größer als letztes Jahr und hängen auch heuer mehr Leute mit drin, die das mitorganisieren und das wird eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Dann habe ich eigentlich nur noch einen Vorsatz für 2018 und das ist einfach, dass ich mit meiner Mastek zu einem Ende komme. Das heißt, dass ich einfach schaue, dass das alles gut abheilt, dass das sich alles dann irgendwie so entwickelt, dass ich gut damit leben kann. Vielleicht eben, dass ich es nochmal korrigieren lasse und dass ich dann am Ende hoffentlich mit einem Ergebnis dastehe, wo ich sage, das passt für mich. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, dass das auch so sein wird. Also ich blicke da sehr positiv in die Zukunft. Das sind so meine Vorsätze für 2018. Was habt ihr für Vorsätze für 2018? Habt ihr irgendetwas geplant in eurer Transition vielleicht einen großen Schritt, den ihr gehen werdet im kommenden Jahr? Schreibt es mir in die Kommentare, wird mich interessieren, was ihr so 2018 vorhabt. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal ein ganz erfolgreiches 2018. Alles, alles Gute euch allen und lasst 2017 noch gebührend ausklingen und wir sehen uns dann sehr bald im neuen Jahr mit neuen Videos. Bis dahin macht's gut und tschüss.